Ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Worum geht's heute? Ihr wisst es, ihr habt es am Titelbild ja schon erkannt. Aktuell ist es bei mir so, dass ich meine Stechplatte drüben im Regal habe, meinen Winkel hier in dem Regal habe, in der Schublade habe ich noch ein paar Werkzeuge. Immer wenn ich irgendwie Handarbeit mache, also mit Handwerkzeugen arbeiten will, dann muss ich immer wieder mein Werkzeug von da auf die Werkbank bringen. So habe ich einen Koffer, wo alles drin ist, Klaps auf, zack, alles vor Ort. Bis auf ein, zwei Sachen vielleicht, aber die wichtigsten Dinge befinden sich in dem Koffer. Ich lege einfach los. So, gehen wir Gas. So, und hier haben wir jetzt unsere Bretter. Das wird der Boden sein. Die werden wir noch verleimen. Und das wird der Deckel sein. So, die Zwinge habe ich vorbereitet. Wir legen jetzt mal hier die Tüte, die aufgeschnittene Tüte drüber, damit die Zwingen sauber bleiben. Ich mag das nicht, wenn die Zwinge so versaut sind. Das Problem habe ich schon mal gehabt. Ich hoffe, dass das Verleimen alleine ausreicht. Sollte normalerweise halten. Ich habe es ja auch schon mehrmals woanders gesehen. Ja, bei so dünnen Brettern kann man ja schlecht irgendwelche Dübel nehmen. Lieber etwas mehr als zu wenig. Zack. So, das lassen wir jetzt erstmal so trocknen. Der Leim, der ist jetzt gleichmäßig ausgetreten. Das heißt, es ist ein Zeichen dafür, dass das schön dicht ist. Und hoffen, dass das jetzt gleich auch, wenn es fertig ist, hält. So, geschliffen habe ich das Ganze bis 120er Korn. Also ich fühle hier keinen Übergang. Es ist ordentlich dicht, die Fuge. Und ja, wie gesagt, das ist das erste Brett. Und jetzt kann ich mit dem zweiten Brett weitermachen.
So, die Gärungen sind jetzt zugesägt, beidseitig. Da mache ich erstmal einen Rahmen draus, damit das schön flach aufliegt. Nehme ich hier meine Glasplatte, auf der ich gerne arbeite, wenn es um bündige Verleimarbeiten geht. So, dann legen wir uns das mal grob hin. So, Rahmenspanner Nummer 1 und jetzt kommt Nummer 2. Okay, hier passt es da auch. So, machen wir den Spanner ab. So, geschliffen haben wir das jetzt bis 120, dass die Ecken schön bündig sind. Die scharfen Kanten, die habe ich auch leicht ein bisschen abgeschliffen. Also nicht abgerundet, sondern ein bisschen geschliffen. So, und jetzt kommen wir zum Deckel und Boden. Okay, da passt es, was ich jetzt falsch gemacht habe. Vergessen, die Zwingen vorzubereiten.
Natürlich habe ich wieder geschliffen, eine Stunde lang von 80, 120 bis 180 geschliffen, damit hier wirklich alle Kanten schön bündig sind mit der Oberfläche. Ja, und jetzt werden wir genau die Mitte anzeichnen von der Kiste. Haben wir 70 mm. Einmal nochmal um die Ecke. So, um ein ausrissfreies Sägeschnittbild zu bekommen, werde ich das Ganze jetzt mit Klebeband einmal drumherum bekleben, damit das Holz nicht ausreißt. So, damit es nachher nicht sich nachher unten nicht bewegt, werden wir das Ganze jetzt mit dünnen Leisten in Sägeblattstärke ungefähr so zusammendrücken. Okay. Na, komm. Ich bin mal gespannt, ob das mit dem ausrissfreien Sägen jetzt funktioniert hat. Spitze. Spitze. Hier seht ihr, dass es keine Ausrisse gab. Wirklich sehr, sehr fein, sehr schön. Wichtig ist, dass es nachher übereinander passt. Ich will eins mal wissen, ob das gleich hoch ist. Das ist exakt gleich hoch, ey, das ist so geil. Perfekt, perfekt. Das müssen wir natürlich jetzt ein bisschen bearbeiten. So sieht das doch nice aus.
So. Ich glaube, ich habe es wieder mal übertrieben mit dem Kleber. Das ist ja echt unnormal, ey. Fangen wir mal mit der schwierigsten Stelle an. Ja, da ist so ein, da ist ein schweres Eisenstück drin. Vielleicht hätte ich das einfach mal so machen sollen. Dann lege ich das nämlich so da drauf und dann kann das nämlich schön trocknen. So, jetzt habe ich hier zwei restliche Stücke. Die habe ich jetzt mal zugeschnitten und dann etwas Leim auftragen. Ich lasse das jetzt mal so drin und nehme jetzt meinen Handhobel, tue an die Seite noch so eine dünne Leiste, die werde ich jetzt zuschneiden. Okay, jetzt habe ich die drei kleinen Klötze fertig. Man braucht eben wirklich Geduld, wenn man so, solche Arbeiten macht. Weil anders kommt man nicht fertig damit. Dann wird das hier an die Seitwand verleimt. Versuchen wir das jetzt ganz vorsichtig anzuheben. So, während das alles trocknet, werde ich andere Dinge noch kleben. Und zwar kommen hier in die Ecken solche kleine dünnen Klötze hin. Wozu die sind, ja, wie ihr sehen könnt, stehen die ein bisschen über. Das ist dafür da, wenn der Deckel nachher drauf kommt, ja, dass das direkt dann geführt wird. Und dass der Deckel dann sich nicht hin und her bewegt. Und das machen wir jetzt an allen vier Ecken. So, dann schleifen wir noch ein bisschen über die Kanten, damit der Deckel nachher schön drüber flutscht und sich nicht irgendwie verkantet und aufreißt. So, für den Winkel, da habe ich mir jetzt das Stück fertig gemacht. Auch mit Magneten, wird nur noch verleimt.
verstreichen das ziemlich mittig, damit es an den Seiten nicht austritt. Für den Bleistift und den Körner, da werde ich die werde ich einfach lose hier reinlegen. Allerdings kommt hier noch so ein, ja, so eine Trennwand. Das reicht vollkommen aus. Das ist sowieso passgenau. Jetzt passt es. Ich habe doch noch einen Zollstock, der ja extra für mich gelasert wurde. Und zwar von einem netten Kollegen, der Akin, auf Instagram zu finden. Geschrieben wird der Akin Woodwork. So, das hat er mir hier drauf gelasert. Fand ich echt nett von ihm. Das kann jetzt hier rein. Das ist quasi der Boden. Also das untere Stück. Und hier haben wir das Gegenstück. Zack, drehen wir das um. Spitze. Hier habe ich ein Lederband. Das Band würde ich jetzt in dem unteren Teil befestigen. Ein Stückchen abschneiden von der anderen Seite und dann in der Mitte festschnallen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt so mache. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen nicht. Ich habe da jetzt voll Bock drauf. Und ich glaube schon, dass das gut aussehen wird. Ich habe die Dinger hier gefunden. Ich weiß, die sind so ein bisschen, die haben so eine Beschichtung drauf. Das werde ich jetzt erstmal wegpolieren. Und dann, denke ich mal, wird das cool aussehen. Ich weiß, eine Tischbohrmaschine ist keine Poliermaschine. Aber ich habe keine andere Möglichkeit. Also muss ich es hiermit machen. Vorher, nachher. Da bauen wir jetzt ein 6 mm Loch rein. Wenn wir die Mutter nachher von hinten festziehen, zieht sich nämlich das Ganze, die Schraube nämlich schön in das Material rein. Markieren und so habe ich genau die Stelle, an der ich jetzt die Löcher reinmachen werde. Das ist eher für die Nieten, die ich hier habe. Diese Stufenbohrer, vielleicht funktioniert es damit. Eine Schraube. Nächste Schraube. Es ist auf jeden Fall bombenfest. So, jetzt testen wir das Ganze mal. Mache ich den Deckel einmal zu. Wir müssen hier gleich ein paar Löcher reinmachen. Dann wird das einfach festgezogen. Löcher brauche ich eigentlich nicht mehrere machen, sondern es reicht ja ein Loch oder zwei. An der Zunge hier mache ich mir minimal darunter mache ich ein Loch rein. Ich schaue jetzt mal, ob das reicht. Wenn nicht, dann werden wir weitere Löcher machen. Ziehen es fest. So, hier schneide ich das Ganze ab.
Ich mache auch hier eine Markierung hin. Einen sauberen Schnitt. Das ist der Moment, den ich am meisten liebe. Und zwar ist es nämlich das Finish. In dem Fall nehme ich wieder mal Bienenwachs auf der schön glatt geschliffenen Oberfläche. So, jetzt können wir schon mal einräumen. Es ist alles abgewischt, es ist sauber. Das Werkzeug darf jetzt Platz nehmen. Bleistifte, Bleistiftminen, den Winkel legen wir jetzt auch hier rein. Und hier habe ich noch meine Ziehklingen. Die kann ich auch noch mit reinlegen. Und, was ich nicht vergessen darf, zack, mein Zollstock. So, und das letzte Stück. Ich schaue jetzt gerade, bevor ich was falsch mache. So, legen es hier schön sanft drauf. Ziehen es fest. Perfekt. Und so kann man es tragen und ist natürlich auch gleichzeitig schön verschlossen. Liebe Freunde, ich würde sagen, das ist eine Werkzeugkiste für die Ewigkeit, oder? Was meint ihr? Also die Maserung gefällt mir, das Lederband gefällt mir, das schlichte Design, top, ist genau mein Geschmack. Für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und wenn es dann einen Daumen nach unten geben sollte, dann dürft ihr das selbstverständlich auch machen. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Und wird euch auf jeden Fall eine gesunde, sonnige Zeit, ja, der Sommer steht ja bald vor der Tür, wünschen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Liebe Freunde, macht's gut, bis dann. Tschüss.